Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den Zauberer. Ja, und mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Zauberer habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Eigentlich ein ziemlich cooler Charakter, der ja mit seinem Zauberstab teilweise Angriffe abblocken kann, wenn man das irgendwie schafft, geschickt einzusetzen. Ne? Gerade gegen Smiley Face kann das ganz cool sein. So, wir wechseln direkt den Seife, weil Kollege hier arbeitet. Und am Anfang der Runde ist es halt nie so schlau, wenn zwei Leute an einem Seifer sitzen, weil man ist nicht wirklich schneller. Und ja, wenn der hier schon eine Verbindung zu dem Seifer herstellt, dann gehe ich da direkt rein und dekodiere den auch weiter. Wobei, da sitzt schon der Seher dran. Und hinten wurde der Grabhüter geschnappt. Werde ich vielleicht an den Seifer des Grabhüters gehen? Da bin ich zumindest in der Nähe, falls der Grabhüter geschnappt werden sollte. Und könnte dann im Zweifel schnell retten. Und zum anderen, gut, der Seifer hier ist nicht wirklich weiter dekodiert, aber ich könnte hier zumindest weiter ansetzen, ne? Verzeihung. Und gerade als Hunter möchte man am Anfang der Runde normalerweise das Ziel jagen, was man gerade jagt. Man möchte also da nicht plötzlich das Ziel wechseln. Weil die ersten Schläge sind immer die wichtigsten. Und je früher man jemanden auf dem Stuhl hat, desto wichtiger. Ich meine, gerade wenn man dann, wenn die Hunter dann campen und tunneln oder sonst was und dann schnell jemanden rauskriegen, erst dann werden sie ja dann wirklich stark. Solange noch alle stehen, alle Paletten noch da sind, wird es halt schwieriger, ne? Siehst du, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin direkt hierher gegangen, ohne zu checken, ob auf der anderen Seite dieser Struktur noch eine Palette steht. Aber ich glaube, hier wurde schon ganz gut aufgeräumt. Ne? Grabhüter hätten Hunter gut hin. Ich habe gleich den Seifer durch, danach hat hoffentlich der Gefangene und ich glaube Seher war es, die beiden Seifer durch. Da hätten wir drei Seifer schon mal geschafft. Okay, der wurde zuerst geschafft. Meiner ist auch so gut wie fertig. Ich weiß nicht, wie es beim Gefangenen aussieht. Ja, der ist auch durch und meiner ist auch gleich fertig. Ich habe am Anfang viel Zeit verschwendet, war jetzt nicht so gut. Aber machst du nichts, ne? So, ich wollte halt nicht zusammen mit dem Gefangenen arbeiten, weil das hätte ja, uns beide nicht glücklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt retten gehen sollte. Ich habe einen Retterbild mit ihm mit, also ich habe den Tide Turner mit dabei. So, die einzige Sache ist halt, dass der Grabhüter ja eigentlich ganz gut fürs Retten geeignet ist. So, na, gibst du mir einen Schlag? Nee, du haust ihn. Oh, damit habe ich irgendwie... Ich habe den Schlag getankt. So, Seher hätte theoretisch noch den Tide Turner, aber gerade am Anfang versuche ich dann halt immer noch einen Schlag irgendwie mitzutanken, soweit das halt möglich ist, dass die Person dann nochmal weiter wegkommt, ne? Jetzt hat der Seher seine Eule nochmal gezündet, perfekt. So, und ich setze mich hier an den Seifer. Gefangener macht 9 Seifer, 30%, ich setze mich auch ran. Beschleunigtes Dekodieren ist noch nicht aktiv. Ich habe sogar einen Malus aufs Dekodieren. Ich glaube, der Hunter hat irgendwas mit das verletzte Überlebende langsamer dekodieren. Aber ist kein Ding. Ich ziehe einfach weiter durch. Okay, da wurde der nächste gemacht. Okay, der Gefangene arbeitet auch an einem. Jetzt haben wir noch beschleunigtes Dekodieren aktiv. Ich arbeite einfach weiter, falls der Gefangene weggejagt werden sollte. Ich werde jetzt nicht mal retten gehen, weil ich keinen neuen Tide Turner habe. Zumal der Grabhüter dort reinrennt, seine Schaufel rausholt und auch nochmal mit dem Tide Turner rettet. So, die Sache ist jetzt, wir müssen jetzt darauf hoffen, dass der Gefangene seinen Seifer schafft, bevor der Seher umkippt. Weil der Seher ja jetzt mit Tide Turner gerettet wurde und wenn die Zeit da umgeht, dann fliegt er um, da kann man halt nichts machen. Darum muss man den letzten Seifer irgendwie jetzt so schnell wie möglich schaffen, bevor der Seher liegt. Der Seifer geht nicht an. Jetzt geht ein Seifer an, perfekt. Okay, dann gehe ich hier direkt zum Tor und öffne es. Schöne Sache. Seher hat sich auch nochmal eine neue Eule gegeben. Ich glaube, der Hunter schlägt heute viele Eulen, ne? Ich ziehe das Tor einfach weiter durch. Ach, schöne Sache, ne? Auch gerade, dass alle hier mit, ich glaube, Adrenalin heißt es im DBD, ne? Hier ist, glaube ich, Borrow Time spielen, ne? Dass man im Grunde geheilt wird, wenn der letzte Seifer gemacht wird und den Sprintboost bekommt. Das ist schon ziemlich gut. So, ich sag meinem Team noch, the exit gate is open. Okay, Grabhüter hat es auch gesagt, ja. Gefangener sitzt am anderen Tor. Keine Ahnung, wo der Seher ist. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich der Hunter direkt her teleportiert und dann mit der Glocke stunt und weghaut. Seher gibt sich nochmal eine Eule. Boah. Die wievielte Eule war das jetzt?
war auf jeden Fall einiges, was er schon weggetankt hat. So, beim Gefangenen ist jetzt das Tor auch offen. Gefangener ist raus. Ich denke, ich gehe auch raus. Grabhüter ist auch raus. Ja, Seher sagt auch noch, hier ist die Falltür bei mir. Rennt raus, bitte. Okay, Seher ist auch durch die Falltür entkommen. Wunderbar, ne? Alle entkommen. Schöne Runde. Na gut, ja, hieran kommt jetzt noch eine zweite Runde. Also, bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde und zaubern uns hier durch. Wir haben außerdem in der Runde einen Seher, einen Lawyer, also einen Anwalt und eine Koordinatorin. So, okay. Wieder direkt an Cypher, ne? Wir dekodieren hier. Koordinatorin sagt schon richtig, Fokus on Decoding. Wir sind schon bei 6%. Gerade Koordinatorin muss am Anfang sich sofort an Cypher setzen. Okay, wurde geschnappt. Dort ganz hinten. Was ist das? Bloody Queen. Gerade Koordinatorin muss am Anfang schnell dekodieren, weil sie einen Dekodiermalus bekommt. Wenn irgendjemand am Stuhl sitzt und sie dann retten muss. Das heißt, sie ist am nützlichsten, wenn sie dekodieren möchte, ganz am Anfang, ne? Jetzt wird sie natürlich gejagt. Vielleicht hebt sie sich ihre Pistole noch auf, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Wir ziehen einfach hier weiter durch. Der Cypher ist schon bei der Hälfte. Hoffentlich ist das Team auch schon so weit, ne? Wie gesagt, wenn wir uns alle aufteilen, dann kriegt man hier vielleicht schnell 3 Cypher schnell durch. Und dann läuft das Ganze. So, sie sagt, helft mir, aber ja, wie? Der Siste, das ist vielleicht ein Signal an Seher. Seher, schick mir eine Eule, hilf mir schnell. Kann ja sein. So, wir machen einfach weiter den Cypher, ne? Theoretisch können wir auch retten. Allerdings würde ich halt nur sehr ungern einen Cypher stehen lassen, der so gut wie durch ist. Aber ich denke, das schaffen wir, bevor sie liegt. Oh, sie hat das Ding gezündet. Sie hat, die Bloody Queen hat eine Fähigkeit dabei, dass sie keinen Stun bekommt, wenn sie abgeschossen oder wenn sie halt normalerweise gestunt worden wäre, ne? Wahrscheinlich wollte die Koordinatorin gerade mit der Pistole auf sie schießen. Und das hat sie sozusagen damit aufgehalten, ne? Was dann letzten Endes zur Koordinatorin auf dem Boden geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich retten sollte. Ich denke, dort ganz hinten ist der Seher. Ich denke, ich bin hier der Nächste, der retten gehen kann. Sie entschuldigt sich, muss sie aber nicht. Sie hat jetzt sehr lange hingehalten, war ja gut. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich das jetzt am schlauesten meistere. Sie beschwört nicht mein Spiegelbild. Die steht dort einfach und jetzt beschwört sie ein Spiegelbild. Oh, 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 reicht das? Reicht das? Ja, reicht, reicht, reicht. Perfekt, perfekt. Koordinatorin. Hau ab. So, ich lass ihn mal dort stehen. Ah, ich dachte, sie fällt vielleicht drauf rein und schlägt das Spiegelbild. Okay, die Koordinatorin hat ihren Schuss verballert. Also, was heißt verballert? Rausgeschossen. Wurde aber jetzt leider geschnappt. Ich weiß nicht, hätte ich besser retten können. Ich hätte versuchen können, auch den zweiten Schlag für sie zu tanken. Aber im Zweifel hätte das jetzt auch nicht so viel gebracht. Ich glaube, ich habe meine Kraft total verschwendet. Aber gut, schieben wir es einfach darauf, dass ich den... Ja, heil mich nicht, du rettest geretten. Ich ziehe weiter durch. Ich bleibe jetzt verletzt. Ich habe eh keinen Tide-Turner mehr, kann also nicht mehr so sicher retten. Und ganz hinten ist der Anwalt auch am Dekodieren. Sehr gut. Ich sag mal ganz kurz durch. Hier, meiner ist bei 83. Anwalt, wie weit ist deiner? Seiner ist bei 59, also bei der Hälfte etwa. Das heißt, Seher könnte retten. So, Koordinatoren wurde aber direkt geschlagen. Oh, das wird knapp. Jetzt muss der Anwalt halt auch wieder durchziehen. So, wer wird verfolgt? Die Koordinatoren wird verfolgt. So, was könnte ich versuchen? So, ich könnte sie so ein bisschen aufheilen. Ja, das war mein Plan. Dass die Bloody Queen die Koordinatorin nicht aufheben kann. Sie hat nicht so richtig gereiht, was abgeht. Oh, sie hat die Koordinatorin trotzdem geschnappt. Ne, versteht ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Koordinatorin geheilt. Dadurch konnte die Bloody Queen sie nicht aufheben. Das ist tatsächlich sehr riskant, was ich gerade hier gemacht habe. Komme ich noch schnell hier durch? So, zack, welche Taste muss ich drücken? Das geht direkt. So, ich höre keinen Herzschlag mehr. Das heißt, ich steige schnell aus. Ich habe das Geräusch gehört, der sich teleportiert hat zum anderen Tor. Das heißt, ich gehe jetzt schnell wieder dahin und mache das auf. So, das hat soweit schon mal ganz gut geklappt. Schade natürlich, dass sie jetzt trotzdem die Koordinatorin geschnappt hat. Aber es war halt so ein großes Risiko. Sie hätte mich ja auch theoretisch schlagen können. Aber jede Sekunde
die ich ja da abgenommen habe, war eine Sekunde, die der Anwalt gebraucht hat für den letzten Seifer. Ist ja schade, dass es nicht gereicht hat, aber naja, ich gebe mal mein Team durch hier. Thor ist bei der Hälfte etwa. Ihr könnt in meine Richtung vielleicht kommen, falls sie bei euch ist. Aber ich weiß auch nicht, was da drüben abgeht. Ich habe halt leider keine Kraft mehr, sage ich mal. Anwalt wurde geschnappt. Wahrscheinlich nicht mal beim Tor. Okay, ich sag meinem Team jetzt noch, the exit gate is open, hier unten. Was ich machen könnte, wäre noch in der Truhe nach irgendwas zu suchen. Wenn ich wüsste, wo Truhen sind. Hier ist eine. Also, es gibt ja hier feste Truhen-Spawns und alle Spawns sind sozusagen fest und die kann man sich theoretisch merken. Mache ich aber nicht. So, okay, dort hinten lauert sie und kommt an. Ich habe einen neuen Zauberstab gefunden. Wäre es jetzt eine Pistole gewesen, da hätte ich gesagt, Attacke, ich renne nochmal rein. So wird es vielleicht eher nichts. Ich glaube auch, bis ich da bin, im Zweifel fange ich mir nur eine mit Detention. Seher ist auch raus, ich gehe raus. Wir machen einen Unentschieden draus, immerhin, ne? So, escaped, das waren Hunter und Überlebende. Ja, wir sind kommen, immerhin, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!